So und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Satisfactory. Ich habe mich hier mal ein bisschen wieder umgesehen, ein bisschen was weitergebaut. Und zwar einmal werden wir von hier ein bisschen Kohle abzweigen. Das sieht jetzt erstmal viel aus, aber bis hier einmal die Container voll sind, dann sind sie halt voll und dann kann uns niemand mehr was davon wegnehmen. Statt von da hinten vom Kohlekraftwerk noch eine extra Haltestation reinzubauen, fand ich das einfach von hier mit abgreif sinnvoller. Denn dann können wir auch gleich später noch Stahl mitnehmen. Hatte noch keine Zeit, hier die Module so zusammenzukleistern, weil ich glaube, ein bisschen Ressourcen oder Fläche hat. Ein bisschen. Warte, was brauchen wir? Ach, eigentlich hätte ich ja die Ressourcen dazu gehabt. Ah, stimmt. Ich habe es so gemacht, weil ich hier nur einen hatte. Dann tun wir jetzt auch einmal kurz den Zug konfigurieren. Indem wir sagen, so und dann Autopilot aktivieren. So, jetzt lasse ich mal los, dann sollte der hier halten. Oder der macht was? So, jetzt schauen wir uns den erstmal an, wie er hier schön fährt. Stimmt, dann könnt ihr auch einmal schön hier die Strecke sehen, wie ich sie verlegt habe. Dachte mir hier einfach so ein bisschen am Rand einmal vorbei, wäre nicht schlecht. Und dann hier oben einmal der schöne Bahnhof, wo dann einmal alles entladen werden kann. So, dann rollt er hier schon mal langsam ein. So, zack. Hier auf Entladen stellen, einsteigen. Denn wir wollen ja Kohle mitnehmen und nicht Kohle darüber bringen. Aber ich finde eigentlich, bis hier hat man immer eine schöne Aussicht, bis man ins Nebelgebiet eintretet. Das jetzt hier so ungefähr gleich beginnt. Direkt komplett andere Atmosphäre. Runter hier. Und gleich wieder ins Nebelgebiet rein. Oder ein bisschen nebligeres Gebiet. So, dann sehen wir jetzt einmal gleich, wie hier unsere Lokomotive wieder beladen wird. Was ich wirklich sagen muss, sehr, sehr cool finde. So. Zack. Jetzt wird einmal beladen. Brauche ich überhaupt noch die Stromnetze? Wann ist ja. Kann ich auch Spanstation als Stromnetzverbindung benutzen? Sollte ja dann eigentlich funktionieren. Wenn ich so oder so schon Bahnsteige hinbauen muss, warum muss ich ja nochmal ein Stromnetz bauen, wenn es über die Schienen laufen kann? Zack, Kohle wurde beladen. Und dann gibt er jetzt hier einmal schön Gas. Stromverbrauch steigt natürlich direkt mal in die Höhe. 100 Megawatt. Und jetzt sollte er gleich wieder sehr schnell fallen. Ja, hier fällt er jetzt sehr stark ab. Ach, ist das nicht schön. Und abbremsen. Mehr oder weniger. So, dann können wir jetzt hier einmal aussteigen. Weiter müssen wir ja nicht. Apropos, ich möchte mir einmal die Entladeanimation von hier oben so angucken. Sieht dann bestimmt auch nochmal sehr interessant aus. Zack. Entladen. Die ganze Detailliebe finde ich einfach nur super. Wieso? Wie geht denn das auf? Ach, einfach so klappen. Dann wird er da reingesetzt. Na, okay. Dann sind wir hier unser okay, wir sehen auch hier Stromnetz, also wird es bestimmt funktionieren. Zeitpläne. Ja, unser Stromnetz ist noch. Kann noch gut fast ein bisschen Doppeltes schaffen. Und dann haben wir auch hier mal das ganze Zeug zusammen. Heißt dann also, wir können auch die Produktion jetzt bauen. Frage ist oben oder hier unten. Ich würde sogar schon fast sagen, die setzen wir nach hier unten. Denn wir haben hier unten direkt einmal die Ressourcen.
Zudem werde ich hier eh keine Bahnlinie mehr durchbauen. Deshalb wird der Ort hier auch eigentlich schön perfekt für so eine kleine Produktion sein. Steht so ein bisschen abseits, aber ist ja im Endeffekt nicht schlimm. Dann brauche ich jetzt einen Fabrikator. Oh, ich habe mal genügend Ressourcen für einen Fabrikator direkt mal dabei. Hat man auch nicht alle Tage. So. Hat der zwei Anschlüsse da? Gerade verwirrt. Ach egal, erstmal so angeschlossen. Dann wollen wir Gasfilter. Ah, die brauchen so viel Kohle. Gewebe, weil wir da eh nur so wenig Gewebe herstellen, wird es dann hoffentlich schon ausreichen. Logistik. Plus ein. Dann einmal. Hier ist was hier rausgeht. Schönes Gewebe. Jawohl, Gewebe. Dann zack. Dann einmal hier rein. Gummi. Kohle. Obwohl, nee, komm, warte. Zack. Dich brauche ich nämlich da hinten. Kohle. Gewebe. Und dann fehlt doch nur noch Gummi. Genau, Gummi fehlt. Split. Warum geht das nicht? Warum kann ich nicht direkt aus so einem Lift nur einen Split reinsetzen? Gummi. Alles angeliefert. Dann schauen wir uns doch einmal, was wir für eine Gasmaske an sich brauchen. Ich glaube, da bräuchten wir Gewebe dafür. Apropos, was ich rausgefunden habe, Züge können sich nicht gegenseitig ausbremsen bzw. ineinander crashen. Dann heißt es, gibt es dann einfach kurze. Fahren sie einfach durcheinander sozusagen. Dann einmal. So, dann brauchen wir unten auch mal ein bisschen langsam sowas. Und zwar möchten wir jetzt gerne die Gasmaske herstellen. Jetzt fehlt mir Kunststoff. Katastrophe. Aber ich kann mir jetzt vorstellen, wenn wir unten hier noch wenigstens so zwei, drei Züge mehr haben, wird das auch hier mega cool aussehen. So, zurücklegen. Dann können wir uns die Gasmaske herstellen. Dann können wir da hinten ein paar Gasfilter nehmen. Und dann können wir mal probieren, ob die auch wirklich so gut funktioniert, wie ich es mir erhofft habe. Kriegen wir direkt zwei raus, oder? Ne, wir kriegen einen raus. So, Gasmaske wird gecraftet. Noch ein Item, was uns da auf Platz wegnimmt. Sehr schön. So, ein bisschen aufräumen. Stimmt, Nobelisken und so müssen wir auch mal herstellen. Aber bitte was? Ah, cool, es gibt sogar eine Animation dafür. So. Gasmaskenfilter habe ich dabei. Dann aber erst trotzdem nochmal das Jetpack. Und das Gewehr ausgerüstet, weil ich weiß nicht, was da hinten vorhanden ist. Ich glaube, da hinten fängt dann so ein Gasgebiet an. Genau. Hahaha, wir werden es ja ansehen. So. Mal schauen, ob wir Schaden bekommen. Okay. Filter verbrauchen sich
Ich sag mal so, der Verbrauch ist in Ordnung. Aber weil wir kein Jetpack oder so benutzen können, finde ich es doch noch ein bisschen schwach. Um ehrlich zu sein, kann ich die irgendwie nein, ich komme auch, krieg nicht die Anzeige dafür, dass sowas gehen würde. Jetzt muss ich, komme ich halt hier nirgends so mehr. So tot. Genau, also ich sag mal so, Gasmaske ist jetzt schön. Jetzt können wir hier drin auch überleben. Das Gewehr finde ich auch jetzt immer noch stärker eigentlich, so nach einer Zeit. So, Gasmaske erst wieder absetzen. Und hoch da. So. Dann haben wir jetzt auch hier einmal alles zusammengeschraubt. Und dann würde ich auch mal sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann habt noch einen schönen Tag und dann können wir ja wieder mal auf der nächsten Folge mal so ein bisschen hier durch die Nebel gehen und somit auch ein bisschen weiter wegkommen. Ob beziehungsweise mache ich jetzt erstmal wieder ein bisschen Forschung weiter, denn somit kann ich auch offscreen immer schön zwischen den Folgen dann Vorbereitungen für die nächste Weltraumliftstufe vorbereiten. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.